Hallo und herzlich willkommen zum 19. Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung. Die daraus resultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits 3 Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Willkommen zurück! Wir sind immer noch im Schneesturm auf der Berghütte, wieder auf der Berghütte. Da haben wir ja schon einige Zeit zugebracht. Jetzt sind wir wieder zurück auf der Berghütte und haben Leichen identifiziert. Und eine davon ist Leon, den wir ja kennengelernt haben als den Vater von Danas Kind, das nicht zur Welt gekommen ist. Und und Bergsteiger und offensichtlich überlebensfähig, aber dann doch nicht so überlebensfähig, denn eine Lawine hat es ihm dann doch angetan. Und jetzt? Offenbar ist das Bergungsteam eilig aufgebrochen, dem es die Leichen hergebracht hat. Sturm hat sie überrascht. Oh. Jetzt wissen wir, dass er tot ist. Wir wissen aber immer noch nicht, wo ist Dana? Das ist ja die zentrale Frage. Lustig wäre es ja gewesen, wenn sie jetzt einfach die Tür von innen zugemacht hätten. Demoiselle Leni schläft oben. Ja, ich würde ja jetzt auch eigentlich sagen, wir stören sie nicht. Ja, hat so ein bisschen was davon. Ich meine, man entdeckt natürlich jetzt hier keine geheimen Schätze und irgendwelche antiken Städte. Aber es geht ja schon so ein bisschen darum, dass man in der Vergangenheit, hier im Speziellen der des Zweiten Weltkriegs, rumstochert. Und insofern. Ansonsten ist es halt so ein bisschen so steampunkig. Ne? Es gibt so in der Siberia-Lore, wenn man will, gibt es halt diesen Hans Vorarlberg. Das war eigentlich die Geschichte des ersten Spiels und auch des zweiten, dass wir Hans Vorarlberg gesucht haben. Der hat also eine Maschinenfabrik und macht halt diese mechanischen alles. Mechanische Stühle, mechanische Bahnen, mechanische Roboter, Spielroboter und so weiter. Und hier können wir nicht lang. Und das findet sich in jedem der Spiele wieder, weil der offensichtlich überall in Europa. Oh. Hallo? Entschuldigung? Sind Sie sicher, dass Sie diesem Individuum folgen möchten, Kate Walker? Ich fand nicht, dass er bedrohlich wirkte. Eher im Gegenteil, Oscar. Hallo? Jetzt wird es mysteriös. Was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da? Oh! Ich habe eine Vermutung.
Porträt. Es sieht aus wie Leon. Der Stil erinnert mich an das andere Porträt von ihm, das er in seinem Brief aus Baltajar beschrieben hat. Das von dem... Dana? Dem Gorun? Nein, nicht Dana. Sie ist alt wie ich. Ich bin Kate. Kate Walker. Kate Walker? Ja. Und Sie... Sie sind der, den Leon vor langer Zeit während der Expedition gerettet hat. Nicht wahr? Ja. Der Gorun aus Baltajar. Sie sind aber weit rumgekommen, Herr... Ludwig. Ludwig Hartteck. Also, Herr Ludwig, wenn ich fragen darf, was ist passiert, als Sie und Leon nach Ostertal zurückkehrten und sich dem Widerstand anschlossen? Und woher kennen Sie Dana? Leon, mein Bruder. Alles für den Effekt. Diese Bilder zeigen Momente aus ihrem Leben, richtig? Ja, also in einer vorherigen Szene im Spiel sind wir nämlich in der Vergangenheit bei Leon in diesem Land gewesen, wo er auf der Expedition war. Und da sind wir ihm begegnet, diesem Ludwig, der hieß dann noch nicht Ludwig und da konnte er auch noch nicht reden, weil eigentlich die Expedition zum Ziel hatte, diese verlorene Spezies zu finden. Und natürlich wollten die anderen ihn gefangen nehmen und Leon hat ihn befreit, beziehungsweise hatte bei der Befreiung geholfen. Dafür ist einer von der Expedition gestorben und das gab natürlich Aufregung. Und offensichtlich hat er ihn dann mitgenommen. Von daher nicht schlecht. Haben Sie Dana da getroffen? Nein. Die kleine Gestalt da. Das sind Sie, oder? Als Sie ein Kind waren in Baltajar. Ja. Und die zwei Erwachsenen? Sind das ihre Eltern? Aha. Sieht aus wie ein Fluss. Und diese kleine Gestalt ist verletzt. Ist das ihre Begegnung mit Leon und den Wissenschaftlern der Expedition? Ja. Ja, na gut, Ludwig. Also Ludwig, würde ich sagen, typisch österreichischer Name, passt insofern. Nachname passt irgendwie nicht so, aber gut, kann man machen. Ja, spannend. Hätte nicht gesagt, dass der hier nochmal auftaucht. Ja. Der Mann in der Mitte zwischen den anderen... war auch auf den anderen Bildern. Das ist Leon, oder? Ja. Leon. Diese Gruppe, ist das Ihr Stamm, Herr Ludwig? Ja. Lebten Sie alle zusammen in einer Höhle in Baltajar? Gut. Also haben Sie und Ihr Stamm Leon nach dem Tod von Reinhard Berger 1937 aufgenommen. So konnte er also den Winter in den Bergen überleben.
Dann sind Sie mit Leon gegangen, als er beschloss, nach Wagen zurückzukehren und sich dem Widerstand anzuschließen? Mhm. Hm. War Dana zu dem Zeitpunkt schon beim Widerstandsnetzwerk? Ich meine, zur Zeit, als das gezeichnet wurde. Nein, später. Da gibt es ja kurze Antworten. Man könnte ja auch schon den einen oder anderen Satz mal erwarten, aber nein. Das Bild hier, ist das der Befreiungskampf von Wagen? Vorher der Widerstand. Das blonde Mädchen bei Ihnen und Leon ist doch nicht Leni, oder? Doch, Leni, meine Schwester. Ich wusste, dass Leni im Widerstand war, aber sie hat mir nicht erzählt, dass sie zusammen mit Leon gekämpft hat. Geschweige denn mit Ihnen. Sie ging sogar so weit zu sagen, dass sie Leon nach 1937 nie wieder gesehen hat. Derzeit mit Dana auf der Hütte. Warum sollte sie etwas so Wichtiges verschweigen? Ich muss nach Leni sehen. Kommen Sie, Kate Walker. Ja, ganz offensichtlich kann er nicht so gut reden. Er kann Worte, aber er kann offensichtlich nicht so richtig sich mitteilen. Ja. Dieses Zeichenheft. Ein typischer Wilder, wenn man so will, aus dem Dschungel kann offensichtlich dann auch so schnell nicht reden lernen. Können wir das irgendwie... Nö, können wir nicht. Aber zeichnen kann er offensichtlich. Und das ja auch scheinbar ziemlich gut. Ja, wir waren ja auch in diesem Zimmer schon und haben, glaube ich, dann angenommen, dass natürlich die ganzen Fotos und so von Leni sind, die da Sachen gesammelt hat einfach. Aber... ist ja scheinbar nicht der Fall. Hier eine Fotografie von der ganzen Gruppe, die da damals zu dieser Expedition aufgebrochen ist. Die übrigens von der zu den Nazis äquivalenten Gruppe in der Zeit damals hier finanziert und durchgeführt wurde. Also das ist hier immer so ein bisschen analog zu unserer Geschichte, aber mit leicht veränderten Namen und Ereignissen. Und deswegen kommt mir das jetzt hier auch alles relativ bekannt vor, das haben wir schon mal gesehen. Nur hält es oder hing es da wahrscheinlich in Teilen zumindest woanders. Okay, das ist also, das sind Zeichnungen, die haben wir vorher nicht gesehen. Das ist die Zeit, wo er quasi im Dschungel verschollen geglaubt wurde und dann von den Gurus scheinbar gepflegt worden ist. Oh. Ja, und 1939 ist er dann heimlich zurückgekehrt. Hm.
Genau, das hatten wir vorher auch schon erfahren, dass es die Widerstandsbewegung hieß, das Edelweiß-Netzwerk. Aber als er eben 1939 zurückkam nach Wagen, da war eben Dana schon nicht mehr da, denn die ist in der Zwischenzeit eben ja nach London gegangen und war dann in London. Also wir wissen schon, dass sie sich da nicht sofort getroffen haben können. Sondern erst später. Zündbrat, wie in den alten Filmen. Nein, nein, nicht verlassen. Nein, 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 nein. Wir sollen das noch durchsuchen, dann durchsuchen wir das Zimmer. Sonst verpasse ich wieder eine von diesen optionalen Aufgaben. Ne? Wir sollen nämlich das Zimmer durchsuchen und dann sollen wir rausgehen. Das ist mir leider schon ein paar Mal passiert, dass ich dann diese Aufgaben nicht sehe oder denke, naja, das kann man ja auch später noch machen. Kann man aber nicht später machen. Muss man gleich machen. Interessant. Waffen. Die liegen wohl schon seit dem Krieg hier. Ah, gab es also offensichtlich ein bisschen Propaganda. 10.000 Mark. Belohnung für Informationen, die zur Ergreifung, tot oder lebendig, eines gewissen Ludwig Hartek führen, besser bekannt als der Mörder der Berge, wegen Mordes gesucht, tot oder lebendig. Er gehört der schlimmsten Räuberbande an, mit der Wagen es je zu tun hatte. Okay. Hier ist ein Handabdruck. Dieses Symbol sieht aus wie eine Warnung. Das hatten wir, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal, so ein Handabdruck. Eine Art Landkarte. Sieht aus wie der Teufelskragen. Könnten all die Markierungen darauf hinweisen, wo der Gorun nach Leons Leiche gesucht hat? Könnte. Das müssen Pläne für Geheimoperationen sein. Offenbar war hier eine Art Einsatzzentrale. Vielleicht für hiesige Widerstandskämpfer wie Leon und seine Gruppe. Das leuchtet ja irgendwie ein, dass die nicht aus der Stadt direkt operiert haben. So viel ist mit dem Gorun passiert, seit Leon ihn in Baltaya gefunden hat. Was für ein Leben er gehabt haben muss. Aber es gibt noch so viele Unklarheiten. Ich muss Leni ausfragen. Ja, ja. Dann wollen wir mal fragen. Ah, Fräulein. Ich wusste, Sie kommen irgendwann wieder. Ganz offensichtlich haben Sie Ludwig schon kennengelernt. Ja. Und das hat viele Fragen über Sie aufgeworfen. Darüber, was Sie mir bereits erzählt haben und was Sie verschwiegen haben. Natürlich. Man kann seiner Vergangenheit davonlaufen, aber nie ganz entfliehen. Aber das wissen Sie ja selbst. Nicht wahr, Fräulein? Ich möchte es verstehen, Demoiselle Leni. Ich will verstehen, warum Sie nichts von Leons Tod erzählt haben, wie Sie mit ihm im Widerstand kämpften. Und über Herrn Ludwig.
Es hätte uns beiden so viel Zeit und Mühe erspart. Naja, so viel Zeit und Mühe auch wieder nicht. Weil dadurch nur mehr Fragen aufgekommen wären. Fragen, die zu Ereignissen führen, über die ich noch nie gesprochen habe. Mit niemandem. Nicht einmal mit dir, lieber Ludwig. Leni. Doch, das spielt wohl jetzt keine Rolle mehr. Vielleicht ist es Zeit, mein Verbrechen zu gestehen. Wovon reden Sie da? Es waren die besten Jahre meines Lebens. Ich war beim Widerstand, anders als mein feiger Vater. Und ich kämpfte an Leons Seite, nachdem er wie durch ein Wunder mit Ludwig aus Baltaja zurückkehrte. Es gab mir einen Sinn. Leon war ein großartiger Anführer. Ich hatte das Gefühl, er nahm mich endlich ernst. Besonders, da Dana nicht da war. Ich wusste, er liebte sie noch. Hatte er nicht die halbe Welt umrundet, um sie zu retten? Aber wir dachten alle, er sei zu spät gekommen und Dana sei mit ihren Eltern bei dem Pogrom umgekommen. Also glaubte ich, seine Trauer würde irgendwann ein Ende finden. Und dann fiel Dana vom Himmel. Buchstäblich. Dana wurde von London geschickt, richtig? Um den Einsatz zu leiten, den ihr Widerstandsnetzwerk plante. Die Ausschleusung eines Zivilisten in die Schweiz, glaube ich. Richtig. Aber Leon sagte uns nicht, dass Dana daran teilhatte. Vielleicht wagte er selbst nicht, daran zu glauben. Sie hätten die beiden sehen sollen, Fräulein. Es war, als wären sie nie getrennt gewesen. Wissen Sie, ob Dana jemals ein Kind erwähnt hat? Vielleicht hatten sie vor, in Baltaja eins zu kriegen. Wer weiß? In Baltaja? Ja, sie sprachen ständig davon. Wie sie nach dem Krieg dort wohnen würden, zusammen mit Ludwig und seinem Stamm. Aber das war nur ein weiterer geplatzter Traum.
Gut, ich sollte jetzt London kontaktieren. Mein Funke reitet unten. Okay, jetzt können wir offensichtlich hier wieder Dana kontrollieren. Leons Zeichenheft. Okay. Ich erkenne die Wagener Berge in diesen Zeichnungen. Leon muss sie während seiner Bergtouren in der Region gezeichnet haben. Hm? Die Zeichnungen sind aus dem Sommer, als wir uns kennenlernten. Diese Landschaften scheinen sich nicht in der Gegend von Wagen zu befinden. Leon muss diese Zeichnung gemacht haben, als er mit der Expedition in Baltaya war. Mhm. Da hatte ich auch drauf gestimmt. Das ist eine Zeichnung der Goruns. Hey. Vor dem Funkkontakt mit ihren Mitstreitern sprechen, das Funkgerät einstellen. Okay, also wir sollen erst wieder was machen und dann was anderes machen. Das war also scheinbar das Zimmer, in dem... Herr Gustav hat mich hier untergebracht, als ich der Hütte arbeitete. Ich habe hier so viele Erinnerungen mit Leon. Als ich mit Junta nach London ging, hätte ich nie gedacht, dass ich noch einmal herkomme, geschweige denn Leon wiedersehe. Ja, das hätte wohl niemand gedacht. Ich auch nicht. Hat sich aber auch wirklich nicht so viel verändert hier. Darf ich? Wahre Waffenbrüder und Schwestern. Man spürt, dass die drei immer zusammenhalten. Hm? Leni und der Gorun scheinen sich nahe zu stehen. Schön, dass sie einen Freund gefunden hat. Nicht, dass Herr Gustav ihr keine Zuneigung entgegenbringt, aber sie war immer so allein auf der Hütte. Der Gorun hat Leon als seinen Bruder bezeichnet. Sie müssen viele Abenteuer zusammen erlebt haben, seit Leon ihn aus den Fängen von Herrn Berger befreit hat. Ja. Sie zeichnen sehr gut. Für Sie, Dana Rose. Danke. Danke vielmals, Herr Ludwig. Es ist fast, als wären Sie an jenem Abend dabei gewesen. Leon hat erzählt. Hat er von mir gesprochen? Die ganze Zeit. Ich sollte gehen. Dann bis später, Herr Ludwig. Mhm. Oh, diese Zeichnung sieht aus wie Leon und ich. Der Gorun muss sie nach Leons Erzählung angefertigt haben. Mhm. Diesen Einrichtungen nachzuurteilen, scheint Leons Netzwerk besonders gut organisiert zu sein. Schade, dass das nicht auf alle Widerstandsnetzwerke zutrifft, mit denen wir zusammenarbeiten. Offenbar ist der Gorun ein Albtraum für die Bronschatten. Er muss der Super-Widerständler sein, von dem ich in London so viel gehört habe. Okay. Hm. Nach dieser Propaganda gegen die Widerstandskämpfer zu urteilen, müssen die braunen Schatten recht verzweifelt sein. Harold Exner,
Laut Auswärtigem Amt ein Wissenschaftler mit wichtigen Informationen für die Kriegsanstrengungen. Seine Tarnung ist aufgeflogen, was zu diesem Einsatz geführt hat. Ich sag es besser nicht bei der Besprechung, aber er hat einen Ruf als arger Hitzkopf. Mhm. Die Schweiz. Dort ist das Paket in Sicherheit. Wir müssen mit dem Paket den Teufelskragen überqueren, um die Schweiz zu erreichen. Es heißt, der Pass sei nicht extrem anspruchsvoll, aber trotzdem braucht man einen Profi-Bergsteiger als Begleitung. Die Berghütte. Das ist der Ausgangspunkt für unsere Expedition in die Schweiz morgen. Mhm, also der Plan war, jemanden über die Alpen in die Schweiz zu bringen. Die Berghütte. Der Ort, wo zwischen mir und Leon alles begann. Und ein bisschen die Alliierten können den Widerstämpfer nicht genügend Material schicken, weshalb sie noch immer auf ihre altmodischen Methoden zurückgreifen. Das ist ein Waffenversteck. Seit Herr Gustav weg ist, nutzen Widerstandskämpfer diesen Ort als Außenposten. Die braunen Schatten wissen es sicher zu schätzen, wenn Leon und seine Leute sie mit ihren eigenen Granaten bewerfen. Gut. Das ist, glaube ich, alles, was man wissen muss. Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. Mhm. Mit diesem Teil des Funkgeräts schickt man Nachrichten. Okay. Also wir können empfangen und wir können senden. Aber... sicherlich nur verschlüsselt. Und dafür brauchen wir natürlich diese ganzen Dinge. Leer. Gut, aber funken wollen wir ja noch nicht. Wir wollen ja hier noch mit allen reden, die irgendwie beredet werden können. Gehen wir also einmal heraus. Leni! Was gibt's? Unglaublich, wie groß du geworden bist. Wie ist es dir denn ergangen? Ganz gut, soweit. Ich habe gehört, dass die Hütte vor ein paar Jahren von den braunen Schatten geschlossen wurde. Euer Netzwerk hat offenbar das Beste daraus gemacht. Aber was ist mit Herrn Gustav? Ist er tot? Nein, ist er nicht. Obwohl, für mich könnte er es gerne sein. Es ist unglaublich, wenn ich daran denke, dass du und Leon an der Seite von jemandem kämpfen, der von so weit weg kommt. Ja. Nachdem Leon ihn auf der Expedition in Baltaja gerettet hatte, nahm Ludwigs Stamm ihn über die Wintermonate auf. Sie wurden unzertrennlich. Wie Brüder. So sehr, dass Ludwig darauf bestand, mit Leon hierher zurückzukehren. Jetzt ist er unser leidenschaftlichster Mitstreiter.
Der Schrecken der braunen Schatten. Bis später, Leni. Hast du London schon erreicht? Besser nicht so weit weggehen. Aber ich habe ja nun eigentlich mit allen gesprochen. Dachte ich zumindest. Wir unterhalten uns später, Dana. Ah, da ist noch einer. Den habe ich übersehen. Sprechen wir doch mit ihm auch nochmal. Ist alles in Ordnung, Herr Exner? Sie wirken etwas nervös. Wenn es wegen Ihrer Flucht morgen ist, versichere ich Ihnen, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Leon ist der Beste für... Was morgen passiert, ist mir völlig egal. Was ist es dann? Es ist meine Frau, Andrea. Wie ich bereits Ihren Gorillas sagte, ich kann nicht ohne sie weg. Ihre Frau? Ach, tut mir leid, Herr Exner, aber wir haben keine Befehle bezüglich... Ihre Befehle sind mir völlig egal. Ich gehe nicht ohne Andrea. Verstehen Sie? Ich gehe nicht. Sie halten mich für ein Schwein, nicht wahr? Ein egoistisches Schwein, das Leben anderer für die Frau, die er liebt, riskiert. Das denken Sie doch alle, oder? Bisher haben Sie sich nicht gerade von Ihrer besten Seite gezeigt, nicht wahr? Denn ansonsten hätten wir vielleicht eine höhere Meinung von Ihnen. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten und erwarte kein Mitleid von Ihnen. Aber wäre etwas Verständnis zu viel verlangt? Ich meine, was täten Sie an meiner Stelle? Was täten Sie, wenn von Ihnen verlangt würde, zum Wohle aller Ihren Bergsteiger zu verlassen, den Sie so zu mögen scheinen? Denn genau das verlangen Sie gerade von mir und meiner Andrea. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich zum Wohle aller handeln, selbst wenn das eine schwere Entscheidung bedeuten würde. Ganz bestimmt. Na, Hauptsache allen geht's gut. Mehr oder weniger. Ich kümmere mich um das Funkgerät. Dann wollen wir mal eine Runde funken. Bis die Funken fliegen. So, hier alle Zettel, die wir so brauchen. Wir brauchen okay, das ist der Code, daraus kriegen wir die Frequenz. Das können wir nochmal nachlesen. Streng geheim. Bitte verfolgen Sie unten stehende Schritte. Befolgen Sie unten stehenden Schritten, um Ihren Verbindungsoffizier zu kontaktieren. Entschlüsseln Sie unten stehenden Kontaktcode, um die Sicherheitsfrequenz zu erhalten. Siehe Anhang. Stellen Sie die erhaltene Sicherheitsfrequenz am Empfänger Ihres Gerätes ein. Ihr Verbindungsoffizier teilt Ihnen dann über den Empfänger Ihres Geräts eine neue zu entschlüsselnde Übertragungsfrequenz mit. Stellen Sie diese neue Übertragungsfrequenz am Sender Ihres Geräts ein.
Sprechen Sie über die Hörer mit dem Verbindungsoffizier. Das ist ja einfach. Streng geheim. Um eine Nachricht über Funk zu empfangen, nutzen Sie bitte unstehende Korrespondenztabelle. Der Empfänger des Briefes erhält seinen Code auf der Frequenz, die durch den Kontaktcode hergestellt wird. I see. Code und Frequenz. Nun gut, ich würde sagen, an dieser Stelle pausieren wir wieder mal, denn wir bekommen ja gerade den Hinweis, dass wieder eine 45 Minuten ein Zeitfenster abgeschlossen ist. Und es sieht so aus, als ob wir hier mit diesem Entschlüsselungsvorgang vielleicht dann doch etwas mehr zu tun haben als jetzt 10 Minuten. Deswegen würde ich mal vermuten, es ist sinnvoll, an dieser Stelle diese Folge zu beenden und wir würden uns in der nächsten Folge dann hier mit dem Funkgerät beschäftigen und schauen, dass wir was gefunkt bekommen. Insofern, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!